Ja, wenn heißt es, dass Dampf rauskommt. Achso. Schwertklinge. Brauchen wir vielleicht auch so da so einen Plug rein? Links? Und dann wahrscheinlich. Irgendetwas stimmt nicht. Ja, da fehlt wahrscheinlich noch der andere. Aber links ist noch ein Hammer gewesen. Eine Truhe. Verschlossen, verschlossen. Guck mal, ob die. Ja, ich glaube nicht, dass die Türschlüssel. Oder ja, mach mal hier so ein. Da war da erstmal Schlüsselbund. Ja, ja, und dann mach mal hier so die. Ich gehe stark davon aus, wir finden dazu Schlüssel, aber mach mal unseren. Genau. Warte, erstmal den. Geht nicht. Das ist zu kompliziert für mich. Das ist zu kompliziert für mich. Na bitte. Seil kannst du da mitnehmen. Okay, jetzt schreib mal auf, in der Schmiede ist es noch Truhen halt. Mhm. Dass wir das irgendwie verkaufen oder so. Was war hier? Ah, hier ist noch so ein. Ey, alles ist hier irgendwie eine Stanze. Irgendetwas stimmt nicht. Ja, da fehlt. Wahrscheinlich stimmt nicht, dass wir da noch kein Rohling oder. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwie ein Zeug reinkippen und so. Da müssen wir mal gucken. Wir machen jetzt noch nichts bezüglich der Klinge, weil erstmal decken wir alles auf und gucken. Okay, Moment, hier hinten muss ich noch aufdecken. Kannst du ja auch nachher mal kurz in unser Tagebuch gucken. Was da jetzt so. Der Auftrag. Nichts Neues. So. Was war die Schmiede? Was für Geheimnisse erwarten uns hier? Erzbergbau. So, hier ist die Mithril. Ah, hier geht's danach. Da hinten liegt wieder so ein Stöpsel. Was? Obwohl daneben getroffen, vielleicht macht der Boden irgendwelche. Ist die alle gleich. Goldklumpen. Den hacken wir natürlich auch wieder klein. So, haben wir jetzt die zweite. Moment. Ja, du hast jetzt nicht die. Das Dietrich-Zeug. Genau. Hätte ich jetzt aber erstmal liegen lassen, ehrlich gesagt. Okay. Also. Weißt du, was eigentlich kaum mehr vorgekommen ist? Irgendeine Wand, die man zerbröseln kann. Ja. Oh, ist das dieser Schacht? Könnte sein. Hier erstmal die Höhle weiter. Was ist denn hier? Da kannst du noch was rausbrechen, ein Stück Metall. Muss wahrscheinlich wirklich die Spitzhacke nehmen. Ja, eine Meile. Ich glaube, das war so eine. Die Spitzhacke, die da lag, das war so eine Umgebungsspitzhacke. So eine. Richtig fette Zwergenspitzhacke, die zweimal so groß ist wie die Zwerge selber. Okay. Ja, wir kommen bald zu einem Teleporter. Ich gehe mal noch nicht hier lang, weil das sieht ein bisschen. Das sieht aus, als ob es da lang geht, wo wir im Endeffekt hin müssen. Oh, das haben wir auch lang nicht mehr. Haben wir überhaupt Fahren mit? Nee, ne? Ich lasse das liegen. Wir brauchen immer noch, glaube ich, für Alchemie irgendwie Kenntnisse. Auf jeden Fall unsere Waffen nochmal reparieren, beziehungsweise viele Sachen einfach. Und wenn wir sie nur in Kisten einlagern und nicht verkaufen, müssen wir mal schauen.
Das ist sowieso, es ist immer bei Arcs habe ich immer dieses ungute Gefühl, dass wir nicht für das gewappnet sind, was vor uns ist. Ja, ja, sowieso. Also dieses Vita Movis ist eigentlich ganz okay. Nur wir haben halt wenig Mana, dass es sich irgendwo lohnt. Ja, auf jeden Fall unten siehst du ja schon so einen Teleport. Punkt. Ist ja nur die Frage, wie wir da hinkommen. Hatten wir da schon mal eine Verbindung zu? Anscheinend, ne? Ja, das ist der Raum mit der ganz vielen Lava. Ah, ja, ja, ja. Da schon wieder eine Spitzhacke. Können wir auch liegen lassen. Oder kann man die stacken? Doch, die kann man stacken. Wahrscheinlich geht das nicht, weil die. So ein Umgebungsding. Doch. Machen wir die auch verbrauchen? Ich weiß es nicht. Also die. Ja, Spitzhacke brauchen wir auch. Das ist aber sowieso bei Arcs so eine Sache. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Das ist auch bei Brot oder so so. Da ist ein Goldklumpen. Ja. Zack. Irgendwo hatten wir ja auch das Rezept, womit man die Waffen, diese Superwaffe, alles likieren kann, damit irgendein bestimmter Effekt drauf ist, ne? Ja. Da müssen wir dann mal gucken, was wir haben wollen. Beziehungsweise auch am besten vorher auch speichern, nicht, dass wir die so enchanten, dass... Das ist genau falsch. Das ist genau so falsch. Was ist das? Wie? Ah, ja. Und wir die Dings nicht benutzen können. Akanor, ich fürchte, uns geht das Mithril aus. Die Situation wird jeden Tag schlimmer. Ich kann nicht mal mehr eine Unze Mithril in unseren Minen entdecken. Wir müssen eine Lösung finden, okay? Brauchen wir nicht mitnehmen. Das ist die Knochen. Ja. Mittlerweile egal. Deck nochmal rechts um. Machen wir hier ein Loch. Spring mal runter. Und dann aber erstmal Richtung Verbindungsgang. Boah. Ne? Sieht so aus, als kann man runter. Puh. Das ist nach rechts. Wahrscheinlich der hier jetzt macht dann. Ja, okay. Okay. Alles klar! Atmosphäre ist zwar ein bisschen bedrückend, aber durch Fehlen von Musik hätte, also durch das Hinzufügen von bestimmter Musik hätte man das noch besser machen können. Ja, vor allem noch ein bisschen bedrohlicher wirken oder so. Ich glaube, nee, hier waren wir auch noch nicht. Aber hier ist eine Leiter unter uns. Was reintun. Hier kannst du schon mal so einen Blattplug wieder reindrehen. Nur einen hat man sowieso mit. Moment, muss da Metall rein? Keine Ahnung. Guck mal hier. This is a Sterling air motor. Would it help me fly? Nope. Then we don't need it. Hey, ich denk mal, rechts muss was rein, weil das. Okay. Ziemlich großer Raum, ziemlich wenig. Was ein Zufall. Labadi, labadu, labadu. Ah, da geht's auch. Na, da bin ich. Okay. Natürlich liegt hier eine Leiche rum. Und der ist ein Schlüssel. Können wir das nicht gebrauchen? Die Fackel vielleicht. Aber hohe Fackel können wir ja nochmal anmachen. War eigentlich hell genug, aber so ist besser.
Ah, da ging's weiter, ne? Ich glaube schon. Hier. Was der keinen Satz macht. Dann nochmal. Ja, das ist total. Mithril, guck an. Kannst du es nochmal zerkloppen? Ah, unten da in den. Ja. Hier ist auf jeden Fall nichts, was man ins Inventar packen kann. So, ich pack's erstmal in den Eingang rein. Ja. Ich glaube, man hat es einfach nur falsch übersetzt. Wo war das andere Ding mit dem Eingang? Okay. Stimmt, da war irgendwie was, das rüber. Ich glaube, es wird jetzt einfach nur geportet. Komisch, dass man Mithril drauf. Achso, wenn er von der anderen Seite was reinschickt, dann kommt das hier an. Okay, Karte aufdecken, hier ist ein bisschen komisch. Aber wo geht's jetzt weiter? Wahrscheinlich müssen wir dahin, wo die Schmiede ist. Da kann man das Mithril dann in einen dieser Geräte werfen. Ich meine, wir haben bestimmt noch Gänge, die wir schon vorher hatten, aber also, wie kommen wir wieder zurück quasi? Oh nein! Aktuell tragen wir das Schild überhaupt? Wir können nichts mehr. Wir müssen braten. Doch, ja, dringend. Also ich würde einen Einhänder mehr auch nachher holen. Oder? Einen Einhänder vorher. Machen wir nicht so viel Schaden, aber sind ein bisschen schneller und haben auch ein bisschen Verteidigung. So. Ich glaube, hier ist er rausgekommen. Scheiße, ey, wir halten Quatsch. Gedöns jetzt nicht mehr. Warte, zur Klopperei. Wo war die Stanzerei? Wir müssen mal okay, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Mach mal Vitae. Geschwindigkeit. Ah, nee, kann man ja nicht. War da ein Hebel? Nee. Wir wissen auf jeden Fall nicht, also, wir haben ja noch ein paar Schlüssel dazu gewonnen, das heißt. Naja, ein paar Sachen waren ja immer noch zu. Darauf wollte ich hinaus, dass wir irgendwie nochmal kommen. Auf jeden Fall hinter dir im großen Raum waren ja Türen, die noch zu waren. Da ist er. Komm. So, den legen wir jetzt hier drunter. Ja! Oh, leider. Dass sie den Hebel hier oben hin machen mussten. Gespeichert. Okay. Okay. Speichern. Ich würde sagen, wir lassen die hier liegen, gehen zum Teleporter, räumen unser Inventar auf. In der Stadt oder so. Ja, okay, wir gehen einfach mal. Wir kommen zum Teleporter nicht zurück, weil der Gang zu ist, woher das Vieh kam. Wie willst du zum Teleporter? Geh mal auf. Wieso ist der Gang zu, wo das Vieh. Das Vieh kam daher und dann war das Ding zu. Das Loch. Ja, wo wir heute am Anfang. Wieso war das zu? Das sah zugefallen aus. Der ist einfach nur rausgekommen. Ja, aber dann sah es zugefallen aus. Ach, Moment. Hinter ihm quasi. Also ich meine mir das zumindest eingebildet zu haben. Aber wir kommen jetzt auch, wenn. Scheiße, dann war dieses Lava-Becken. Also hier von der Schmiede aus kommt man ganz locker auf jeden Fall wieder zu den alten Sachen. Ist zu, ne? Da sind wir hergekommen. Das werde ich nie allein schleppen können. Ist egal, geh zur Schmiede. Der Gang, der da quasi nach Süden führt, auch von dem großen Raum, geht ja
Achso, genau, lass da ran. Dann müssen wir. Aber nichtsdestotrotz sah das zugefallen aus. Ich glaube. Aber es ist, der Gang war zu, ne? Genau. Also jetzt haben wir bestimmt aber auch einen Schlüssel bekommen von einem dieser Schlafräume oder so. Perfekt. Bingo. So, rechts ist. Okay. Doch, ist auch. Ja, sag ich doch. Aber guck, vielleicht kann man das. Ja, hier jetzt rechts. Das war ja der Hauptgang, der komplett. Ah, ja. Genau. Okay. Aber habe ich richtig gesehen, dass der auch zu war. Okay. So, die Teleporter links. Oh, dann, boah, was müssen wir denn alles loswerden? Wir haben ganz. Wir müssen ganz viel diese braten. Diese Metalldings, die behalte ich erstmal. Die kann für die Schmelze. Ja, ja. Wir müssen ganz viel braten. Wir müssen ganz viel. Hier rechts über unserem Pfeil, also nördlich von unserem Pfeil, ist auch noch die Frage, ob man da hinkommt. Naja, also das Ende von dem Gang ist zumindest schwarz. Kann also eine Sackgasse sein, die wir nicht weiter verfolgt haben. So, bevor wir jetzt abkratzen und alles nochmal machen müssen. Ja. Bei meinem Talent. Ist die Frage, schießt er darüber hinaus? Unresponsive. Für Tor zur Festung. Das. Da können wir auch gleich nochmal eben kurz unsere Waffen checken. Wie mit Leidenschaft gezogen. Oh, scheiße. Hä? War das nicht Tor? Habe ich das nicht geklickt? Ich meine schon. Okay, weil da haben wir ein bisschen Schmuck. Ja, ein Smaragd, ne? Ja, aber Goldklumpen. Goldbar. Aber die würde ich jetzt erstmal alle behalten. Vielleicht sind das Legierungen für das Superschwert. Ja, also was so, also was will ich hier? Genau. Heiltränke haben wir genug. Warum auf jeden Fall müssen wir irgendwann mal Mana-Tränke hinkriegen. Wo kommen wir hier? Das muss es gewesen sein. Verkauf erstmal waffenmäßig. Verkauf mal waffenmäßig alles, was. Ich würde auch eigentlich den Zweihänder verkaufen, oder? Oh ne, den behalten wir. Das ist halt so ein Fallback, falls er zerfällt. Wie stark müssen wir unsere Waffe reparieren? Ist die noch. Okay. Und die Rüstungen sind auch ohne Verbrauch, ne? Okay. Okay, warte, hier ist ein Feuer. Wir haben noch große Fleischstücke, ne? Gut. Okay, machen wir ja, woanders. Können wir hier erstmal. Also. Wir haben diese Scheiße. Kommt, die verkaufen wir. Ja, die verkaufen wir. Theoretisch hier diese. Das linke, das da. Das kann auf jeden Fall weg. Das andere eigentlich auch. Das? Nee, das rechts daneben. Ich weiß nicht, ob wir das sogar auch verkaufen. Sollen wir einfach auch mal den Scheiß. Aber der Colt. Nicht, dass wir selber nachher noch kloppen müssen. Beim Schmieden. Mhm. Gibt's was wir vorbei von dem kaufen können, was irgendwie interessant ist? Haben wir aufgestockt. Ja. Da gucken wir jetzt nicht mehr nach. Hallo Doggo! Doggo! Scheiße. Wir müssen mal die Dinge. Ich brauche mal die Geschwindigkeit. Ein paar neue Stiefel. Guck mal, drei oder so. Ja, warte, wenn ich jetzt in die Burg gehe, dann ist er wieder weg. Oder jetzt in der Burg zur Kochstelle, die wir jetzt knacken müssen, oder? Wahrscheinlich, aber auch den Alchemieraum noch ein bisschen was einlagern. Und dann gucken wir gleich mal, ob eine Schriftrolle, die wir mit haben, ob die auch Geschwindigkeit oder. Also, ne? Wir müssen mal das lernen, was wir an Schriftrollen haben.
Das Mehl können wir wieder einlagern, was keiner braucht. Okay. Das sei klar. Erstmal den Kuchen. Oh ne, wir haben vier. Okay. Was sind das? Zwei unterschiedliche rote Tränke? Blut. Blut. Wein. Wein. Lager mal beides ein. Warum wissen wir jetzt aktuell nicht, was wir damit machen. Dann, warte mal, was war das hier für ein Zettel? Brauchen wir den? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir den gefunden haben. Ich auch nicht mehr. Ich lass mal gucken, ob wir den in einen unserer Zimmer packen können. Da war immer schon eine Ratte drin. Ne? Ja, ja. Na, da müssen wir irgendwie, glaube ich, Objekt. Wir sind 62 oder wir haben sonst irgendwie 64. 64, ja. Oder 60? 60, ja, irgendwie sowas. Irgendwie letztens schon wieder vergessen. Das ist jetzt ein bisschen blöd natürlich für die, die jetzt einfach wöchentlich jetzt ein Video kriegen. Es sind teilweise mehrere Wochen zwischen den Aufnahmen. Und wir machen dann halt eine Aufnahmesession, die mindestens vier Videos, also einen Monat quasi, an Content gibt. Und so lange packen wir das Spiel dann auch nicht an. Boah. Geht in die Küche. Oh ja, bitte. Nachher geht die da rein, wir kommen mit rein, aber das ist dann abgeschlossen und sind drin gefangen. Er kann sich knacken. Knackt trotzdem mal. Wir haben auf jeden Fall noch einen so einen komischen. Ich fürchte, ich habe mein Werkzeug demoliert. Wir wissen ja, dass es klappt. Na bitte. Gut, jetzt sind wir hier drin und haben schon alles gebracht. Achso, die Schweine nicht. Da, mittendrin. Oh, ich weiß, was ich ein bisschen länger. Wir haben hier noch einen Wasserbottich. Kann mal die leeren Flaschen auffüllen. Wir haben auch zu viel Wasserflaschen dabei. Da müssten wir gleich mal welche einladen. Aha. Ja, geht das nicht. Junge, rechts musst du wieder aufnehmen. Diese Ilsine. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Wieso werden die nicht fertig? Warum was jetzt? Was wird nicht fertig? Die Fleischstücke. Zwerg, was? Zwergenfleisch. Ah. Ich glaube nicht, dass wir die essen. Oh. Leg mal trotzdem durch. Nee, komm. Nee, hier, komm. Kannst du den Schnitzel rauskloppen. Ja. Und da habe ich gar nicht drauf geachtet, was das für Fleisch ist. Und wir schon genüsslich erstmal die Hände gerieben. Tragen Zwerg. Wir ein Stück Zwerg rum. Dann guck noch mal, ob wir jetzt, weil wir diese Zwischensequenz hatten und so, ob wir mit den, König? Mit den Leuten sprechen können. Ich glaube wieder nicht. Nee, weil auch nichts Neues im Buch steht. Ihr müsst euch diese legendäre Waffe zunutze machen. Diese Waffe wird in der Lage sein, Akbar zu vernichten. Sprich mit der Hand. Okay. Ich versuch's nochmal, weil bei der Küche hat's geklappt. Das ist nicht möglich. Das. Ja, genau. Unmöglich. Das ist nicht möglich. Solange die Haltbarkeit nicht runtergeht. Unmöglich. Nee, das ist okay. Wir haben ja letztens schon mal geguckt, dass da nichts Wichtiges drin ist.